Am Mittwoch startet der FC Bayern München nach dem gelungenen Auftakt in die Bundesligaspielzeit bei Benfica in die neue Saison in der Königsklasse. Dabei muss Trainer Niko Kovac auf einige Spieler verletzungsbedingt verzichten. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Im exklusiven Interview äußerte der Coach sich zur Gruppe des Rekordmeisters. Außerdem sprach er über den Start in München, seine Ziele und Renato Sanches. Beim Abschlusstraining in Lissabon am Dienstag fehlte Mittelfeldstar Thiago Alcantara angeschlagen, Arjen Robben ist hingegen einsatzbereit und brennt auf seine vielleicht letzte Chance, die Königsklasse noch einmal zu gewinnen. Jerome Boateng hätte sich in den vergangenen Wochen mehr Unterstützung von seinem Club erhofft, als er in der Öffentlichkeit oftmals kritisiert wurde. Alles, was beim FC Bayern München am Mittwoch wichtig ist, erfahrt ihr an dieser Stelle. Niko Kovac im exklusiven Interview, Renato Sanches Chance wird kommen. Im exklusiven Interview mit Goal und Spox sprach Trainer Niko Kovac vom FC Bayern über den Start in München, seine Ziele und verrät, warum ihm kein Spieler etwas vormachen kann. Außerdem machte er Renato Sanches Hoffnungen. Man kann einen Ausländer nicht so behandeln wie einen Deutschen, weil er ganz anders auf verschiedene Dinge reagiert. Ich habe Renato gesagt, dass es nicht einfach ist, bei Bayern Stammspieler zu werden. Seine Chance wird kommen, erklärte er. Das komplette Interview gibt es hier. Schock für die Bayern, Hinrunden aus für kommen. Kingsley Coman vom FC Bayern München droht laut einem Bericht der Sportbild eine längere Pause, als zunächst vermutet. Demnach wird der Franzose die gesamte Hinrunde nicht eingreifen können. Coman zog sich im Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim im Duell mit Nico Schulz einen Riss des Syndesmus-Ribbens am linken Fuß zu. Ihm wurde ein Ausfall bis Anfang Dezember prognostiziert, der sich nun offenbar auf weitere Partien ausweiten soll. Ab die Spiele im Dezember gegen den 1. FC Nürnberg, Ajax Amsterdam, Hannover 96, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt kämen entsprechend zu früh für den Flügelspieler. Nichtsdestotrotz sollen am Freitag dieser Woche die Schrauben entfernt und damit ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Rückkehr genommen werden. Jerome Boateng beklagt mangelnde Unterstützung von den Bayern. Jerome Boateng hat sich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung zu seinem geplatzten Wechsel zu Paris Saint-Germain geäußert und der Vereinsführung des FC Bayern mangelnde Unterstützung vorgeworfen. Außerdem kritisierte er seine Mitspieler aus der Nationalmannschaft für deren Umgang mit dem Rücktritt von Mesut Özil. Boateng sei es wichtig, klarzustellen, dass er trotz des geplatzten Wechsels voll auf den FC Bayern fokussiert sei. Andererseits finde ich es aber auch nicht so schön, wenn überall Sachen über mich behauptet werden und man dann keine öffentliche Unterstützung vom Verein bekommt, ergänzte der Nationalspieler. Thiago fehlt im Abschlusstraining vor Benfica angeschlagen. Bayern München bangt vor dem Auftakt der Champions League-Saison bei Benfica Lissabon am Mittwoch 21.00 Uhr um den Einsatz von Thiago. Der spanische Nationalspieler fehlte am Dienstagabend beim Abschlusstraining im Estadio da Luz wegen Problemen am großen Zeh. Dafür waren Nationalspieler Leon Goretzka und Frank Ribéry dabei. Goretzka hatte am Montag das Training abbrechen müssen und war mit bandagiertem rechten Fuß vom Platz gehumpelt. Das 3:1 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag hatte er wegen einer Hüftblessur verpasst. Ribéry saß gegen Bayer nur auf der Bank, die Einheit am Montag verpasste er wegen einer Magenverstimmung. Bayern-Trainer Kovac über Personalengpass: Ich weine nicht herum. Bayern Münchens Trainer Niko Kovac will vor seiner Champions League Premiere über die Verletzungssorgen des Rekordmeisters nicht lamentieren. Wir haben 16 gesunde Feldspieler, das reicht, um die Bank aufzufüllen. Jetzt rücken die weniger gespielt haben, in den Fokus. Mir ist nicht bange, ich weine nicht herum.
Wir werden das auch mit den Jungs, die noch gesund sind, erfolgreich stemmen, sagte Kovac vor dem Auftakt in die Königsklasse am Mittwoch 21.00 Uhr im Live-Ticker bei Benfica Lissabon. Vor 2-3 Wochen hieß es noch, sie haben so viele Spieler und müssen einige enttäuschen. Jetzt soll der Kader zu klein sein, ergänzte Kovac. Er gehe davon aus, dass wir nicht weiter so ein Pech haben werden, dass wir in jedem Spiel einen Spieler verlieren. Die Bayern müssen in Lissabon auf Kingsley kommen, Sindesmosarist Corentin Tolisso, Kreuzbandriss und Rafinha, Innenbandteilriss im Sprunggelenk, verzichten. Bayern, Robbens, weitere, letzte Chance auf den CL-Titel. Robben zeigt sich trotz seines Alters in bestechender Form. Gohl und Spox sprachen vor der Champions League mit dem jung gebliebenen Niederländer. Hier lest ihr das komplette Feature von den Kollegen Dennis Meltzer und Stefan Koerz. Özil-Berater attackiert Hoeneß und Rummenigge. Mesut Özils Berater Erkut Sürgüt schießt heftig gegen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Er sagte gegenüber 11 Freunde, wenn hier irgendjemand ablenken will, dann sind es diese beiden. Und zwar von der Leistung ihrer eigenen Spieler, von ihrer Steuerhinterziehung, ihren unverzollten Rolex-Uhren und von der Vetternwirtschaft in ihrem Verein. Rummeniges Bruder Michael und Hoeneß Bruder Dieter sind als Spielerberater aktiv. Michael wollte vor einigen Jahren Mesut abwerben. Ich habe kein Wort von den Bayern gehört zu den rassistischen Ausfällen des Theaterchefs in ihrer Stadt. Äußert euch doch mal dazu, spanische Steuerbehörden lassen Anschuldigungen gegen James Rodriguez fallen. Die spanischen Steuerbehörden haben die Anschuldigungen gegen James vom deutschen Rekordmeister Bayern München offenbar fallen gelassen. Das berichtete die Zeitung El Mundo am Dienstag. Das Blatt hatte im Juli gemeldet, dass James zur Last gelegt werde, dem spanischen Staat in seiner Zeit bei Real Madrid Steuern in Höhe von 6,35 Millionen Euro vorenthalten zu haben. Ihm ruhe eine Nachzahlung der angeblichen Steuerschuld sowie eine Strafe, hieß es damals weiter. Das Gesamtvolumen der Schuld belaufe sich auf 11,65 Millionen Euro. Vor CL-Start Bayern-Boss Rummenigge besorgt wegen 5-Jahres-Wertung. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München hofft mit Blick auf die 5-Jahres-Wertung auf ein besseres Abschneiden der deutschen Clubs in Europa. Wir sind Tabellenvierter. Wenn wir noch weiter runterrutschen, und das ist bei dem Trend, der in den letzten 2 Jahren geherrscht hat, nicht zur Gänze auszuschließen, dann verlieren wir Plätze. Und dann geht das Gejaule los. Das Gejaule sollten wir uns ersparen, sagte Rummenigge am Dienstag. Bayern München, Goretzka und Ribéry gegen Benfica. Dabei Bayern München kann zum Auftakt der Champions League-Saison mit dem Gastspiel bei Benfica Lissabon am Mittwoch 21.00 Uhr auf Nationalspieler Leon Goretzka und Frank Ribéry zurückgreifen. Beide Profis gehörten am Dienstagmorgen zur Reisegruppe des deutschen Rekordmeisters. Goretzka hatte am Montag das Training abbrechen müssen und war mit bandagiertem rechten Fuß vom Platz gehumpelt. Das 3:1 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag hatte er wegen einer Hüftblessur verpasst. Ribéry saß gegen Bayer nur auf der Bank, die Einheit am Montag verpasste er wegen einer Magenverstimmung. Effenberg sieht in der Champions League stärkere Mannschaften als Bayern München. Stefan Effenberg rechnet in der Champions League nur in einem Ausnahmefall mit einem Titelgewinn des FC Bayern München. Aktuell seien andere Teams stärker einzuschätzen als der deutsche Rekordmeister. Sie werden sich in ihrer Gruppe durchsetzen und den deutschen Fußball würdig vertreten, sagte Effenberg gegenüber T-Online. Er musste allerdings einschränken, ihr Ziel ist natürlich wieder der Titel, aber aktuell schätze ich andere Mannschaften noch stärker ein. Tim Wiese kritisiert Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß. Tim Wiese hat Uli Hoeneß vom FC Bayern nach dessen Beschwerde über eine zu harte Gangart der Bundesliga-Gegner kritisiert.
Der Ex-Bundesliga-Torwart sieht im körperbetonten Spiel ein gutes Mittel gegen den Rekordmeister. Er soll nicht rumheulen, das ist nun mal so, schrieb Wiese in seiner Kolumne bei Sport1. Hoeneß und Bayern-Trainer Niko Kovac hatten sich nach zum Teil überharten Fouls über die Spielweise der bisherigen Gegner in der Bundesliga beschwert. Bayern München, Rummenigge kritisiert Spielweise der Gegner. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nach den jüngsten Verletzungen beim deutschen Rekordmeister Bayern München eine scharfe Reaktion des Deutschen Fußballbundes DFB gefordert. Was uns allen nicht gefällt, ist die Gangart, mit der gegen uns gespielt wird. Das ist etwas, was irgendwie abgestellt werden muss, sagte Rummenigge vor dem Abflug der Bayern zum Champions-League-Auftakt bei Benfica Lissabon am Mittwoch. Da ist der DFB und da sind insbesondere die Schiedsrichter gefragt, dass sie die Spieler schützen, führte Rummenigge weiter aus. Das kann nicht so weitergehen. Sonst kriegen wir am 10. Spieltag keine 11 Spieler mehr zusammen. Ich möchte daran erinnern, wir haben viele Nationalspieler, und die haben demnächst Spiele in wichtigen Wettbewerben. Foul an Rafinha, 4 Spiele Sperre für Karim Bellarabi. Karim Bellarabi vom Bundesligisten Bayer Leverkusen ist nach seinem groben Foulspiel an Rafinha, 80. bei der 1:3-Niederlage am Samstag gegen Rekordmeister Bayern München für 4 Spiele gesperrt worden, wie das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes DFB am Montag mitteilte, muss der 28-Jährige außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro bezahlen. Champions League, Rudi Völler sieht gute Chancen für Bayern München. Völler hat hohe Erwartungen an den FC Bayern in der Champions League und möchte mit Leverkusen selbst eine gute Rolle in der Europa League spielen. Hier geht es zum Video. Bayern-Trainer Niko Kovac exklusiv, haben einen sehr kleinen Kader. Trainer Niko Kovac vom FC Bayern München sieht die Personallage beim deutschen Rekordmeister nach den Verletzungen von Corentin Tolisso und Rafinha extrem kritisch. Wir haben einen sehr kleinen Kader, jetzt schon 2 schwer Verletzte, Tolisso und Kingsley kommen AMD, und mit Rafinha einen weiteren Verletzten. Jetzt muss ich zusehen, dass ich die Vielzahl der anstehenden Partien mit einer verminderten Anzahl an Spielern absolviere. Das ist natürlich ärgerlich, sagte der Kroate im exklusiven Gespräch mit Goal und Spox. Ich bin sehr betrübt, enttäuscht und auch traurig. Tolisso wird lange ausfallen, Rafinha kommt etwas schneller zurück, schob Kovac nach. Tolisso hatte einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im rechten Knie erlitten, Rafinha zog sich einen Teilriss des Innenbandes am linken Sprunggelenk zu. Dennoch zeigte sich Kovac im Hinblick auf die kommenden, intensiven Wochen optimistisch. Wir dürfen jetzt kein Trübsal blasen, weil wir die Qualität haben, die Ausfälle aufzufangen. Das komplette Interview mit Bayern-Trainer Niko Kovac lest ihr am Mittwoch bei Goal und Spox. Ribéry verrät, gab Angebote aus China. Bayern-Star Frank Ribéry hat verraten, dass ihm Angebote aus China vorlagen. Der Franzose sieht sich aber weiterhin in München und im europäischen Fußball, auch wegen der Königsklasse. Es gab ernsthafte Angebote aus China. Aber ich mag die Bundesliga, die Champions League. Und ich träume davon, sie ein zweites Mal zu gewinnen, sagte Ribéry dem Kicker. FC Bayern, Ribéry schwärmt von Niko Kovac. Frank Ribéry vom FC Bayern München hat großes Lob für Trainer Niko Kovac geäußert. Er hat alle Spielerpersönlichkeiten im Team analysiert, weiß, wie sie ticken, was sie brauchen, wie er mit ihnen reden muss. Das ist unbezahlbar, sagte er dem Kicker. Kovac, der im Sommer von Eintracht Frankfurt nach München kam, habe laut Ribéry die Persönlichkeit, um eine große Mannschaft zu trainieren. Die Kommunikation sei problemlos, was dem Flügelspieler sichtlich imponiert. Er hat große Qualitäten.
Nach Hurra-Foul, Pal Dardai fordert kuriose Regeländerung. Trainer Pal Dardai von Hertha BSC hat eine mögliche Regeländerung in Hinblick auf überhartes Einsteigen ins Spiel gebracht. Vielleicht müssen wir eine neue Regel kreieren, sagte der 42-Jährige bei Sport1, dass der Spieler bei solchen Fouls so lange gesperrt bleibt, wie der Gegenspieler verletzt ausfällt. Zwar glaube Dardai nicht, dass Karim Bellarabis Foul an Rafinha böse Absicht war, oder dass er ihn verletzen wollte. Über Konsequenzen sollte man aber dennoch diskutieren. Wegen Bellarabi Foul an Rafinha, Freddy Bobic kontert Uli Hoeneß. Freddy Bobic hat die Aussagen von Bayern-Präsident Uli Hoeneß gekontert. Meine Wortwahl wäre es nicht. Die Wortwahl gehört sich nicht, weil Bellarabi kein Spieler ist, der so hart spielt. Er wollte den Spieler nicht verletzen und ihm jetzt vorzuwerfen, dass er 3 Monate eingesperrt werden soll, das gehört sich einfach nicht, sagte der Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt bei Sky. Fußball ist ein Zweikampf, betontes Spiel. Das tut mir auch leid für die Jungs, aber dass Verletzungen passieren, ist leider normal. Uli wird bestimmt gewusst haben, wie schwer die Verletzungen sind und dann ist der Ballon noch größer geworden, bis er geplatzt ist. Es wird eine längere Sperre werden für Bellarabi, vor allem aufgrund der Verletzung. Aber definitiv keine 3 Monate, so Bobic weiter. Karim Bellarabi entschuldigt sich nach Hurra-Foul bei Rafinha-Angreifer. Karim Bellarabi von Bayer Leverkusen hat sich für sein schlimmes Foulspiel an Bayern Münchens Außenverteidiger Rafinha entschuldigt. Bei Leverkusens 1:3 Niederlage im Bundesligaspiel am Samstag hatte der eingewechselte Bellarabi seinen Gegenspieler im Mittelfeld Rüde von hinten von den Beinen geholt und dafür auch die rote Karte gesehen. Ich möchte mich natürlich bei Rafinha und meiner Mannschaft Bayer Leverkusen für das unnötige Foul entschuldigen, es war keine Absicht von mir. Gute Besserung, schrieb Bellarabi bei Instagram. Bayern München, BMW statt Audi. Der monatelange Millionenpoker der rivalisierenden Automarken BMW und Audi um den deutschen Rekordmeister Bayern München soll entschieden sein. Wie die Bild am Sonntag berichtet, wird BMW spätestens 2025 exklusiver Autopartner der Münchner und löst damit Audi ab. Besonders pikant, Audi ist wie die Adidas AG und die Allianz C mit 8,33% der Aktien am FC Bayern beteiligt. Laut BAMS liegen bereits entsprechende Absichtserklärungen der neuen Partner vor. Die Bayern und BMW drängten demnach auf einen schnellen Wechsel. Weder der FC Bayern noch die Autokonzerne wollen sich zu dem Bericht äußern. Die Verletzung von Corentin Tolisso und ihre Folgen bis zu seiner Knieverletzung hatte Tolisso gegen Leverkusen groß aufgespielt. Welche Auswirkung hat sein Ausfall im Hinblick auf die nächsten Wochen? Hier gibt es den Nachbericht aus der Allianz Arena. Mehr zum FC Bayern München.